Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute habe ich die Top 10 Booster-Reaktionen, die ich bisher im Jahre 2021 hatte. Es sind bisher 7 Monate fast vergangen und heilige, da waren echt nice Pulls dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Best-of. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Lieblingspull war und ich würde sagen, starten wir mit Nummer 10. Believe, Sneeble, Magnetilo, Kikugi, Haspirur, Hippototas, Mangunior. Ne! Halt dein Maul! Halt doch dein Maul! Halt doch dein Maul, Alter! Halt doch dein Maul, Alter! Niemals im Leben, oder? Goldsäuger Leo, die Karte, die ich mehrere fucking Monate ziehen wollte. Und dieses einfach hier drinne. Goldsäuger Leo. Knackige Karte, muss ich an der Stelle sagen. Einfach absolut insane. Hat mich sehr enjoyed, die Karte zu ziehen. Endlich nach mehreren Jahren. Lunala hatten wir in den ersten Displays. Und Säuger Leo wollte einfach nicht kommen. Obwohl wir jedes Jahr wirklich Ultra Prisma öffnen. Und das in Hülle und Fülle. Ich wünsche mir noch einen Starter. Ein Starter wäre fantastisch. Also auch mehr, nur noch ein Lugia. Wir haben hier eine Lugia Coin. Die ist sehr, sehr cool. Gefällt mir. I like it, like it, like that. Cool wären auch Comments aus dem Deck. Also gute Comments. Das wäre auch sehr, sehr nice. Ein Feuerregel wäre sehr cool. Wir drehen es um und wir haben... Oh, ja! Ja! Super gut, ey! T17 in Japanisch! Das ist so gut. Das ist der zweitbeste Hit, den man haben kann. Oh mein Gott. Der Pull ist echt knackig. Er ist nicht ultra wertvoll, sage ich mal, aber für mich ein sehr emotionaler Pull. Ich hatte eine Phase, wo ich sehr viele Neo Genesis Packs geöffnet habe. Ob Englisch, Deutsch oder Japanisch, war mir in dem Sinne egal. Und ich wollte ganz gerne das Lugia haben, was ich jetzt auch erworben habe tatsächlich. Und ja, Tonopto so zu ziehen, die zweitbeste Karte, das war schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Aber hey, es kommen noch krasse Sachen, wartet ab. Brash, guckt euch den Kratzer an. Ah, dieses Set, Alter. Wer die Idee hatte, ne? Wer das Pokémon gepitcht hat, yo, wie wäre es mit diesem Set? Und dann sagt Pokémon so, yo, aber irgendwie verkauft sich das nicht. Ich glaube nicht, dass wir da was vom Verkaufen werden. Und dann kam der Producer und sagt so, yo, ich glaube, wir müssen da ein paar Shiny-Pokémon reinpacken. Und am besten noch ein Rainbow Glurak. Und dann haben die sich gesagt so, yo, wie wär's mit einem Rainbow Glurak? Und die so, geil, kaufen wir. Und ein Shiny Glurak, kaufen wir. Und dann kaufen die Leute das. Und was wurde gedacht? Es wurde gekauft. Das ist das. Oh! Niemals im Leben, Alter! Das kannst du niemandem erzählen, Junge! Was ist hier gerade passiert? Es ist 2:08 Uhr, Alter, ey. So fucking gut! Wir ziehen tatsächlich einfach das verkackte Shiny Glurak. Stellt euch vor, wir ziehen jetzt alle Shiny Gluraks. Shiny Glurak. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen als dieses Pokémon. Es ist komplett overrated und wir alle wollen nicht, dass diese Karten existieren. Aber sie existieren. Und wenn sie kommen, dann mit einem richtigen Knall, würde ich an der Stelle sagen. Und ja, das Shiny Glurak war tatsächlich sehr, 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 sehr krass. Es war zum Release der Sorte Shiny Dragon damals. Und es war Punkt um 18 Uhr, als der Release war. Das war einfach so eine Punktlandung. Das war einfach eine heftig krasse Reaktion. Also, ja, brauche ich nicht großartig viel zu sagen. Einfach gigantisch. So. Machen den auf. Und hoffen auf den goldenen Jungen. Also, hier eine Goldkarte drin zu ziehen, wäre wirklich fantastisch. Die sind wirklich viel wert. Und ich sehe so viele YouTuber, die schaffen eine Goldkarte zu ziehen. Niemals im Leben, Alter! Ich hab noch gesagt, ich mach die noch auf, ne? Ich hab noch gesagt, ich mach die eine noch auf, ey, und wir ziehen hier das goldene Mewtwo. Finally, einer meiner ersten Goldkarten aus Tag Team All-Stars. Ich weiß noch nicht, ob ich noch mehr Sets bzw. noch mehr Displays davon öffnen werde. Sehr, sehr geiles Set, sehr, sehr ikonisches Set tatsächlich auch. Godpack, Goldkarten. Wunderbare und teure voller Trainerkarten halt auch. Das Set ist einfach komplett underrated, würde ich an der Stelle sagen. Und wenn ihr was öffnen wollt auf Japanisch, dann dieses Set. Bitte. Nur eine kleine Empfehlung von mir an euch. Die Karte habe ich, by the way, auch schon gegradet. Und was man sagen kann, es kommen noch einige Karten, die eventuell höher sind als 8.5. Sag ich mal so. Also für den Normalpreis, seht ihr eingeblendet, finde ich es auf jeden Fall definitiv eine schöne Aufmachung und eine schöne Box.
Also, das sollte auf jeden Fall cool sein. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, das ist ein Big Hit. Ich glaube, das ist ein Big Hit. Ich will nichts sagen, ne? Ich will nichts sagen, aber ich glaube, das könnte einer der größten Hits überhaupt sein. Ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen, aber das sah sehr feurig aus. Oh ja, es ist da drinne! Let's fucking go, ey! Let's fucking go! Wir haben's! Ich hab das gesehen, ich hab dieses Feuer an den Seiten gesehen, ey, und es ist Glurak V-Max! Oh mein Gott, ist das geil, Alter! Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir dieses Teil da drin ziehen. Saftig, knaftig, shiny, Glurak V-Max. Hey, davon haben wir zwei Stück gezogen. Ich glaube, ich habe jetzt nur eine Reaktion drin. Es kann auch sein, dass die zweite noch drin ist. Wenn nicht, müsst ihr die leider auf meinem YouTube-Kanal suchen. Ja, war einfach mega heftig, ey, das Ding zu ziehen. Also, hat mich sehr, sehr enjoyed. Und meine Freude habt ihr, glaube ich, gesehen. Ne? Also, wie gesagt, zweimal haben wir das Ding gezogen. Pullrate in glänzendes Schicksal, a.k.a. Shining Fates, extrem heftig. Ob ich davon noch was öffnen werde, weiß ich nicht. Ich habe alles bisher gezogen, was ich ziehen wollte. Aber die Sets sind sehr günstig. Dementsprechend eine Empfehlung von mir auch an euch. Könnt ihr euch gerne gönnen. Für nicht mal 50 Euro auf Kartenmarket oder auf anderen Seiten jetzt gerade, wo der Reprint da ist. Einfach Zucker. Weil wir haben jetzt echt viele V-Karten. Wir haben eine Secret Rare, wir haben eine Full Art. Oder haben wir noch eine Karte gehabt? Ja, wir haben eine Secret Rare und eine Full Art gehabt, ne? Ich glaube schon. Und eine V-Max hatten wir. Eine V-Max. Ah. Komm schon, die nächste Karte. Alter, ey, holy shit, ist das ein God-Pack des Todes. By the way, habt ihr mal Bock drauf, dass ich aus 36 Booster 36 Rare-Karten rausnehme und dann so ein Ultra-God-Pack mache? Können wir auch gerne machen. Kinoso, auch nice. Die letzte Karte, kriege ich sie irgendwie hoch? Okay, okay, es ist was, es ist was. Oh! Niemals im Leben! Der Pack-God ist am Start und zieht die beste Karte aus dem ganzen Set. Despota in Alternativ, ey. Let's freaking go. Foto-Finish am Ende, ey. Das glaubt mir niemand. Diese Karte war nicht nur von der Reaktion so krass, weil es das letzte Booster war, was ich im Display hatte, sondern es war noch ein Beat the Box. Das heißt, ich musste halt versuchen, den Displaypreis wieder rauszuholen und es sah gar nicht gut aus. Und dann ziehen wir tatsächlich die seltenste Karte überhaupt. Einfach genial, super krass, super stark, schönes Artwork. Und ja, mit nicht mal 5 Displays Kampfstile durchgespielt. Absolut insane. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn wir heute irgendwas ziehen. Ich weiß, dass hier ein paar Hits drin sind, ich weiß aber nicht, wie viele. Also die sind natürlich ein bisschen gewogen, damit ich sehen kann, yo, ich mache jetzt hier nicht einen Fass auf und ziehe nichts draus. Weil, wie ihr gleich sehen könnt, wenn hier nichts drin ist, wie teuer die Karten sind. Aber wir haben hier zwei potenzielle Hits drin. Und zwar einmal die Reverse Rare. In dem Sinne haben wir sogar eine Reverse Energy. Die ist sehr cool. Die glänzt sehr krass. Typ Kampf. Und wir haben dahinter... Oh mein Gott, wir haben Glurak gezogen in der Galaxy Foil Rare. Das ist die wohl beste Karte, die man ziehen kann. Ich hab hier die Foils. Das ist nicht passiert, oder? Im ersten. Das ist nicht passiert, oder? Kommen wir zu diesem Pull. Ja, es ist wieder ein Glurak. Und ja, es ist Holo. Und ja, es ist aus dem Set EX Power Keepers. Ein Set, was viele nicht auf dem Schirm haben. Aber ein Set ist aus der EX-Zeit. Ein Set, wo Pokémon wirklich am Tiefpunkt war, was... Ja... Fans oder halt auch Käufer angeht. Dementsprechend sind die EX-Packs auch sehr teuer und sehr rar angesiedelt. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, yo, wir haben davon ein paar Booster geöffnet und wir hatten mal Glück und haben tatsächlich einen Big Pull gezogen. Das Glurak sieht sehr gut aus und wird, to be honest, zu PSA oder Beckett in den nächsten Wochen gesendet. Wir werden uns auch noch in dem Video alle Karten angucken, die ich zu PSA schicken werde. Also stay tuned, lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr sehen wollt, wie die Karten jetzt gerade im Shape sind und wie ich diese einschätze. Links war das jetzt wieder. Ja, links. Von links. Dein oh, eigenes Pack. Ohne Glurak-Pack ist jetzt gerade poppt es doch schon ein bisschen, ey. Oh. Alter, krass, ey.
kombiniert. Über 300.000 Leute schauen dir jetzt gerade live zu. Das krasseste Video. Oh, der ist am Shaken. Oh, oh, shit! Ey, das gönn ich dir. Da ist es. Bro, du bist so am Shaken. Holy shit, ich lieb's. Ja, natürlich. Digga. Das fühle ich ja. Alter. Das ist halt die Leidenschaft, die dabei ist. Wie bei dir. Ja, ja. Nicht süchtig. Nicht Digga, dieser komplette Kartenstapel wackelt. Ich ist Alter. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann nicht hingucken. Elektro Energie. Ich kann nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Oh mein Gott! Sick! Magneton Holo ist okay. Alter. Definitiv fein. Aber ist nur Holo, Digga. Ist geil. Magneton und Pikachu? Das Ding ist sehr, sehr selten als PSA 10, weil... Oh, schmeiß meine Karten einfach weg. Ein Opening, was viele von euch wohl gar nicht mehr auf dem Schirm haben, aber was für mich sehr besonders war, war das Base Set Opening von Trimax und Papa Platte. Es war ein krasses Event, ich war live dabei, ich konnte den beiden helfen und habe da tatsächlich selber eine Karte gezogen, die einen guten Wert hat tatsächlich, und zwar Magneton Holo. Die Karte ist jetzt, würde ich sagen, keine PSA 10. Ich würde eine PSA 9 bzw. 9.5 vielleicht sagen, wenn ich diese Karte zu Beckett schicken würde. Vielleicht sogar eine Pristine 10, wenn ich Glück habe. Ne? Das heißt, eine Kategorie ist off und die Kategorie ist das Surface, weil wir haben dort auf jeden Fall Printlines gesehen. Absolut krass. Ich kann den Tag immer noch nicht so ganz realisieren, was da abging. Es war der größte Livestream in Deutschland auf Twitch. Absolut heftig. Und ja, dass ich sogar eine Holo gezogen habe. Mit mir auf jeden Fall. Und auch hier, wartet, da ist das Pack. Das bleibt für immer hier drin. War halt einfach eine coole Erinnerung, aus einem Pack eine Holo zu ziehen. Ich glaube, ja, da kann man sich absolut nicht beschweren, wenn die Ratio 1 zu 3 eigentlich ist. Packs sind dazu da, um geöffnet zu werden. Und deswegen öffnen wir das Ganze. Und wir haben es eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Warte, ich pack mal zwei Karten nach vorne. Wir machen den Kartentrick diesmal. So. Okay, wir haben Uncommon Duflor. Also die Karten sind alle gut, was wert hat, muss man der Stelle sagen, ne? Weil sie wirklich. Wait, das ist First Edition? Das ist First Edition. Das ist First Edition Rocket. Also das ist sehr, es ist sehr, sehr krass. Es ist sehr, sehr krass. Blitzer oder Aquana, Flamara, wenn... Oh, niemals! Also! Ich hab den Kartentrick verhauen. Ich hab einen Holo-Glurak gezogen. Was? Das ist First Edition dunkles Glurak, das lag seit über einem Jahr bei mir. Das hat eine dicke Swirl über den Kopf. Oh mein Gott, mit Swirl? Mit Swirl. Das, was ist das? Let's go! Geil, Alter, ey! Radfratz hat sich super gelohnt. Kommen wir zu einem Big Pull. Und zwar zu einem, der erst vor kurzem passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob alle von euch den gesehen haben. Und zwar habe ich vor einem Jahr Team Rocket Booster geöffnet, ja. Und bei diesen habe ich gute Karten gezogen, muss man an der Stelle sagen. Aber ich habe mir zwei Booster aufgespart für meine Sealed Collection. Und irgendwie war ich am Wochenende ja so ein bisschen im Modus, habe so durch meine Booster geguckt, was ich noch so aufmachen könnte. Und habe dann irgendwie gedacht, yo, ich mache jetzt eins davon noch auf. Es hat sich tatsächlich als sehr gut herausgestellt, denn dort war, wie es aussieht, auch das... Dunkle Glurak aus Rocket First Edition drinne. Eine Karte, die raw 700 Euro ungefähr geht, wenn nicht sogar noch teurer, je nachdem wie das Recent Sell ist gerade. Und PSA 10 geht die Karte auf Englisch natürlich. Ging die von 10.000 bis ungefähr 6.500 in dieser Price Range, bewegt die sich. Absolut krank. Ich bin gespannt, auch diese Karte werden wir uns noch genauer anschauen und wird auf jeden Fall zu PSA gehen. Bevor wir zum Number One Hit kommen, wollen wir nochmal... ein Honorable Mentions einblenden. Und zwar habe ich vor kurzem sogar in Yugi Glück gehabt. Man glaubt es kaum, ich öffne auf meinem zweiten Kanal auf Twitch, folgt da gerne auf beiden Sachen, auch mal Yugi Booster und alles, was dazugehört. Und zwar habe ich diese Karte hier gezogen. Weil ich dachte, yo, ich will irgendwann mal das öffnen, wenn ich halt wirklich Yu-Gi-Oh! Karten wieder sammle oder öffne. Und heute ist der Tag, und das ist auch ein Reprint-Set, ne? Kommt aus derselben Box ungefähr. Durch die Karte an die letzte, ey. Eine richtig dicke Printline hinten, ne? Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht die seltene, aber ich glaube, die seltene sollte in der Mitte sein. Stealthbird, eine Karte aus meiner Kindheit damals. Also, das sind wirklich viele coole Karten. Bei Soul Tiger, 2100 Defensive. Sehr, sehr strong. Ich glaube, hier... Oh mein Gott, niemals! Chaos Imperator Drachen Secret Rare! Wie gut! Dieses Pack! Schade, es tut mir so leid, wenn du das siehst, ne? Das habe ich so lange bei mir rumliegen. Und wir ziehen eine der Secret Rares und sogar noch die gute. Chaos Emperor Dragon, sehr, sehr krasse Karte, wurde damals sofort verboten, nachdem der halt ein bisschen Stunk gemacht hat im Meta. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt, ich glaube, der hat einen Errata bekommen, bin mir aber nicht ganz sicher. Hat auch eine neue Version bekommen in einem Recent Set, was rausgekommen ist.
Ja, ist halt ein Reprint-Booster gewesen, also von daher nicht ganz so krass, kein First Edition oder sonst was, aber für mich als Sammler und für mich als Spieler halt auch, der Yugi mehrere Jahre gespielt hat, einfach absolut krank. Number One! Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Also meine Lieblingskarten sind die Gold Stars, ich sammle Gold Stars, um den Gold Star zu ziehen. Ja, seht selbst. Ja, mein Ammonitas. Macholo, der ist cool, auch wieder Kensugimori. Tuska. Pfiffchen. Okay, was würdest du? Würdest du einen Reverse Pikachu gerne sehen? Oh ja. Oh, wir haben noch eine Energie bekommen. Cyclone Energy. Die ist mega schön. Die ist echt gigantisch mit dem wunderbaren Logo dort unten. Oh, wir haben den Goldstar Blamara gezogen! Niemals im Leben, Alter! Was ist hier los? Ja! Oh mein Gott! Niemals! Was ist das für ein Opening? Das kannst du niemand erzählen. Ich hab den fucking Goldstar nochmal gezogen, Alter. Ich bin... Oh mein Gott, das kann nicht sein, oder? Das ist das beste Opening aller Zeiten. Goldstar Flamara. Wow. Nachdem wir schon das Glurak gezogen haben, ziehen wir tatsächlich noch eine Goldstar. Ich war absolut weg. Ich war absolut down to earth. Ja, ich kann es bis heute nicht realisieren, dass wir noch eine zweite Goldstar gezogen haben in meiner YouTube-Karriere. Heavy! Heavy! Aber hey, ich gucke hier gerade rüber, denn wir haben noch ein paar Goldstar-Packs und eventuell werden wir diese in näherer Zukunft öffnen. Falls euch das Beste aufgefallen hat, schreibt gerne in die Kommentare, was euer Lieblingspool war und was für Booster-Packs ich eventuell noch öffnen sollte, um geile Karten zu ziehen. Finden wir es heraus. Ich bin raus, verabschiede mich. Danke für die Treue. Muss man an der Stelle sagen, vielen lieben Dank für die ganzen lieben Kommentare, für die ganzen wunderbaren Momente, die wir zusammen genießen konnten. Und ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, Guys.